In Kolumbien findet an diesem Sonntag das Referendum über den vor einer Woche zwischen Regierung und FARC-Rebellen geschlossenen historischen Friedensvertrag statt. Umfragen sehen voraus, dass eine deutliche Mehrheit der Kolumbianer dem Abkommen zustimmen wird. Der mehr als 50 Jahre andauernde Konflikt wäre damit beendet. Der Verhandlungsführer der Regierung sagte, wer mit Ja stimmt, der wird nicht nur dafür sorgen, dass die FARC als bewaffnete Gruppe nicht mehr existiert, sondern dafür, dass ganz Kolumbien einen neuen Weg einschlagen kann. Natürlich hat jeder das Recht, mit Nein zu stimmen, aber die, die das tun, müssen sich der Konsequenzen bewusst sein. Ich hoffe, dass wir alle als Kolumbianer uns für die Zukunft unseres Landes entscheiden. Für den ehemaligen kolumbianischen Präsidenten Álvaro Uribe und seine Anhänger ist der Friedensvertrag jedoch ein fataler Fehler, der Terroristen Sonderrechte zugesteht. Uribe erklärte in Cartagena, wir stimmen mit Nein, aber auch wir wollen den Frieden. Wir sind jedoch besorgt darüber, dass dem Terrorismus klein beigegeben und unsere Demokratie geschwächt wird. Nuestra contradicción es por la preocupación de ver en la Constitución colombiana una clausura. Bei den Kämpfen zwischen staatlichen Sicherheitskräften, linken Rebellen und rechten Paramilitärs kamen mehr als 220.000 Menschen ums Leben. Millionen wurden vertrieben. Im ganzen Land gibt es immer mehr Demonstrationen für ein Ja-Votum. Letzte Umfragen sprechen von 67% Zustimmung unter den Kolumbianern für das Friedensabkommen mit der FARC.